Servus, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zum TVA Blitzlicht in dieser Woche vom Gillermoos in Abensberg. Ich bin sozusagen umringt von Königinnen und bei mir die noch amtierende Gillermoos-Dirndl-Königin, die Carina Auer. In ein paar Stunden wird gewählt, dann gibt es eine neue Königin. Du bist sozusagen in den letzten Stunden deiner Amtszeit. Wie fühlst du dich denn im Moment? Ich fühle mich sehr aufgeregt, aber ich freue mich auf den Abend und ich bin gespannt, was kommt und wer es wird. Und ich lasse mich überraschen. Man merkt schon, du bist ein bisschen traurig, dass es eigentlich vorbei ist, oder? Ja, richtig. Ja, es ist einfach ein geiles Jahr. Wir haben so viel erlebt, so viele Königinnen kennengelernt, so viele nette Bekanntschaften und es ist einfach schade drum. Alles klar, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein, die Wahl. So schnell geht's dann auch wieder nicht. Bevor die 46. Gillermoos-Dirndl-Königin auserkoren wurde, haben die sechs Kandidatinnen einige Aufgaben bewältigen müssen. Natürlich gab's auch eine Modenschau. Und die Nervosität ist bei den Kandidatinnen vom Durchgang zu Durchgang immer größer geworden. Strahlung kultiert hier auch gut überzeugen. Klar, hoffe ich, dass es wird, weil mit den Fans haben wir schon mal keine schlechten Karten. Ich hoffe es natürlich, dass ich in die Fußstapfen von meiner Mann treten konnte, wo sie ja vor 30 Jahren auch schon war. Ich muss sagen, dass ich nicht so ein gutes Gefühl habe. Wenn es nicht wäre, dann gehe ich auch mit einem Lächeln raus, weil ich so nette Mädels kennengelernt habe und wir schon eine schöne Zeit hatten. Wenn ich von Köln bin, glaube ich, dass ich relativ gute Chancen habe und ich freue mich, wenn dann endlich das Ergebnis verkündet wird. Jetzt gibt's gleich das Ergebnis und eine neue Dirndl-Königin und die noch Amtierenden müssen abtreten. Ich bin natürlich schon traurig. Es ist schade, dass es vorbei ist, weil es war einfach ein Wahnsinnsjahr. Carina, ich hab dich ein bisschen beobachtet jetzt den Abend über. Du warst oft die Tränen sehr nahe. Wie ist jetzt, wenn du weißt, es ist gleich vorbei? Mir geht's wieder, Jenny. Ich bin sautraurig, dass es vorbei ist, weil es einfach so ein wahnsinnig schönes Jahr war. Aber momentan seid ihr ja beide nur drin und ihr kennt ja unser Motto vom TVA Blitzlicht. In ist, wer drin ist. Aber bald seid ihr zwar halt dann leider raus. Aber weil das jetzt ein bisschen geschert war, gebe ich die zwei noch Königinnen jetzt einen aus und wir schauen uns gleich auf, wer die neue Gillermoos-Dirndl-Königin wird. Die Vizekönigin 2016-2017 ist die Nummer 2, die Daniela Buse. Mit der Nummer 6, die Julia Kühn. Liebe Zuschauer, es ist gewählt, die Wahl ist vollzogen und der Gillermoos hat zwei neue Dirndl-Königinnen. Die Vizekönigin, die Dani. Dani, wie war der Moment, als du deinen Namen gehört hast? Ja, ihr war davor schon leicht Gänsehaut gehabt und dann hat er mein Name gefallen und jetzt. Eigentlich habe ich es gleich gar nicht glauben können, aber nach die Nummer 2, das bin ja ich und einfach überwältigend. Das letzte Wort gebührt der Königin, der Julia Kiermaier aus Abensberg in deiner Heimatstadt. Die darfst du jetzt seit ein Jahr lang vertreten und an Gillermoos. Was ist das für ein Gefühl? Das ist ein wahnsinnig schönes Gefühl. Ich war so aufgeregt vor der Entscheidung und allem. Und ich bedanke mich einfach an alle, die mich gewählt haben und das ist einfach unbeschreiblich. Ja, und das war's wieder von unserem TVA Blitzlicht. Wir sehen uns, machen Sie es gut, Servus, bei gut und auf Wiederschauen.